Ich könnte jedes Mal meine Beherrschung verlieren, wenn ich sehe, wie Polizisten andere Menschen schikanieren, weil ein Rücklicht defekt ist oder jemand mal kifft oder sonst ein ach so furchtbares Verbrechen verbricht. Wenn sie sich vor dir aufbauen wie eine moralische Instanz mit ihrer typisch deutschen selbstgefälligen Arroganz, um Gesetze durchzusetzen, die oft hirnrissig sind und dich behandeln wie ein unmündiges, dummes Kind. Oder so Schreibtischtäter, die sich in ihren Ämtern einigeln und mit einem Stempel das Schicksal anderer Menschen besiegeln. Sie glauben, sie sind im Recht, denn sie haben es studiert, sie halten sich für die Guten, doch sie haben nicht kapiert. Sie sind nur die Verwalter eines asozialen Systems, wo Lobbyisten regieren und Menschen ohne Lobby erfrieren. Doch irgendwann wird sich der angestaute Frust entladen, wenn die Schikanierten sich verbünden, um zurückzuschlagen. Dann ist im Fernsehen und am Stammtisch das Geschrei riesengroß, wie böse, die gehen auf hilflose Staatsdiener los. Doch wer Druck ausübt im Namen einer höheren Macht, wird irgendwann durch eine noch höhere zu Fall gebracht. Das ist Naturgesetz, das ist eine Selbstverständlichkeit, und wer das nicht schnallt, mit dem habe ich echt kein Mitleid. Egal ob Politessen, Jobcenter, Angestellte, Gerichtsvollzieher, Richter oder Staatsanwälte. Ihre Bürokratie hat schon viele Menschen ruiniert, und irgendwann bekommen sie dafür ihre Rechnung präsentiert, wenn ein scheinbar Verrückter in ihre Amtsstuben rennt und mit der Axt in der Hand den Kopf von ihren Schultern brennt. Jeder kriegt, was er verdient. Keine Tat bei Dummen gesühnt. Und bis die Menschen das verstehen, wird es wohl noch so weitergehen. Keine Tragödie, kein Drama. Nein, das ist einfach nur Karma. 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 Jeder kriegt, was er verdient. In der Zeitung springt mir eine Schlagzeile ins Gesicht. Eine weitere Scheißfirma macht die Schotten dicht. Insolvenz, denn das neue Produkt war leider ein Flop. Und jetzt bangen 1000 Mitarbeiter um ihren Job. Sie gehen auf die Straße mit Plakaten in den Händen, auf denen sie sich flehend an die Politiker wenden. Wenn ihr uns rauswerft, ist unser Wohlstand bedroht. Und ich seh ihnen beim Jammern zu und lach mich halb tot. Die haben jahrelang ganz gut an dem System verdient, hatten genug Chancen, was zu ändern, als es noch ging. Man sah die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergehen. Hätte längst was sagen müssen, doch man war zu bequem. Die Krise war ja weit weg, sondern es kaum jemand reagierte, wenn irgendein linker Spinner das System kritisierte. Und jetzt sehen sie sich als arme deutsche Opferschar der bösen Heuschreckenplage aus Amerika. Doch schuld sind nicht allein die Börsianer und ihre Gier, sondern vor allem auch die angepassten Mitläufer hier. Sie haben sich für den vermeintlich leichten Weg entschieden und für die Eigensicherung statt für sozialen Frieden. Sie haben zugelassen, dass andere Menschen weniger haben. Durch jede Stadt geht heute längst ein tiefer Armutskram. Manche Viertel kann man nicht mehr ohne Angst betreten, weil da Menschen ohne jede Perspektive leben. Diese Welt hat ein jeder Bürger mitgeprägt, durch sein Tun oder Nichtstun. Und jetzt ist es zu spät, jetzt kämpft jeder für sich selbst, Mann gegen Mann. Die Frage ist nicht, ob es knallt, sondern einfach nur wann. Jeder kriegt, was er verdient. Keine Tat bei Dummen gesühnt. Und bis die Menschen das verstehen, wird es wohl noch so weitergehen. Keine Tragödie, kein Drama, nein, das ist einfach nur Karma, Karma, Karma. Jeder kriegt, was er verdient. Ich mach mich schon seit über 15 Jahren zum Affen, mit dem Versuch, ein bisschen mehr Verständnis zu schaffen. Ich predige mal zynisch und mal mitfühlend weise in meinen Texten und Songs, im Grunde stets dieselbe Scheiße. Zusammenhänge, die eigentlich offensichtlich sein sollten und die trotzdem viele Menschen gar nicht hören wollen. Sie sagten mir, ich wüsste nicht, wovon ich eigentlich rede. Ein paar meinten gar, ich steck noch mitten in der Pubertät. Eine Trotzphase, in der man alles Scheiße findet und die man dann mit dem Erwachsenwerden überwindet. Doch nach all den Jahren bin ich immer noch hier und die globale Krise ist heute sehr viel näher als früher. 1999 hat noch kaum jemand dran gedacht. 2001 sind dann die ersten langsam aufgewacht. 2008 haben durch den Börsencrash noch ein paar mehr kapiert, dass das System in sich ein Fehler ist und nicht funktioniert. Doch viele haben sich dran gewöhnt und blicken immer noch nix, wie Frösche in einem Kochtopf, die man ganz langsam erhitzt. Daher kotze ich weiter ab über diese Kultur voller Zwang, denn alles kommt irgendwann zurück wie ein Bumerang. Die Oberflächlichen werden von ihren Freunden verraten, die Konsumhuren werden am Ende lauter Schulden haben. Die Ewiggestrigen werden stets Bauern ihrer Führer sein. Religiösen Spinnern droht die selbstgemachte Seelenpein. Bürokraten sterben einsam und ohne Liebe, und der Reichtum der Reichen wird geraubt von gierigen Dieben. Für die Welt, die ihr geschaffen habt, müsst ihr nicht vor Gericht. Ihr müsst nur darin leben, ob ihr es wollt oder nicht. Es wollt oder nicht. Jeder kriegt, was er verdient. Keine Tat bei Dummen gesühnt. Und bis die Menschen das verstehen, wird es wohl noch so weitergehen. Keine Tragödie, kein Drama, nein, das ist einfach nur Karma, Karma, Karma. Jeder
kriegt, was er verdient. Jeder kriegt, was er verdient. Jeder kriegt, was er verdient.